Ich hab's mal so schön gehabt, ich war auf dem Bau. So, du bist durchgefroren, oder? Ziemlich, ja. Ich verlasse mich halt auf die Technik, die muss runterbremsen. Das geht schon. Geh nicht in auf ihn, haben die gesagt. Aber ich habe gesagt, ich muss. 10 Minuten nach 7, wir sind hier in Aachenkirchen. 1780 Höhenmeter über dem Aachenkirchener See. Wetter gut, die Stimmung noch nicht so besonders. Die Leute schlafen noch etwas hier. Heute, wie Sie sehen, sind wir im Schnee. Das heißt, dass man muss die Mikros sehr, sehr gut verstecken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute hier in dieser Herrgottsfrühe in Aachenkirch auf dem Lauberhorn in 1700 Meter Höhe. Wir erwarten voller Spannung heute unseren Marathon-Bergjogger Douglas Petrie, eingeflogen aus den schottischen Highlands. Wir werden ihn erwarten, in circa 10 Minuten sollte er hier in den Start passieren, damit er nachher durch unsere Schneekanone in das Ziel einläuft. Wir werden ihn dann mit einem gehörigen Applaus erwarten. Mein Name ist Peter Stäbli, ORF. Arbeiten, arbeiten hier! Und da, meine Herren, bitte schön, Sie sehen ihn schon. Da ist er, der Alpensprinter, Douglas Petrie. Wir haben ihn gerade einfangen können auf unserem Parcours. Er nimmt dieses zweite Hindernis, er nimmt es eng anliegend. Schauen Sie, diese Eleganz, die er besitzt, wie elegant er den Berg hinuntergleitet. Ein Traum, wie er in diesen Zielhang einfährt. Arbeiten, arbeiten hier! Und ja, wie er die Arme zum Sieg streckt, jawohl! Douglas Petrie hat es wieder einmal geschafft. Florian? Ja, Nico, was gibt es zu sagen? Klasse! Ja, ist gut. Lass gut. Die Mütze regeln, will ich. Es wird ja alles blau, ganz blau. Sie isst eine Wurstsemmel in der Kälte, hier, ohne Handschuhe. Hallo. Hi. Diese verkackten Schinkensemmeln, ohne Ketchup, scheiße. Was? Meine Damen und Herren, Sie wissen, die Grenze zwischen Genialität und Wahnsinn ist Kiefersfelden. Schön wäre es. Aber es gibt noch eine Grenze. Die Grenze des absoluten Wahnsinns befindet sich hinter dem Eingang in diesem Zelt. Bitte, Sie sehen, der Wahnsinn. Der macht uns fertig. Nee, aber die ist ein bisschen. Das ist zu. Du, Chef, da habe ich Probleme. Hallo, Chef. Andreas. Komm, für die Kinder. Danke! Es dauert ewig sonst, wir haben doch... Jetzt hat das ganze Kommentarier bald zu. Kommt doch mal, was für ein Ratte! Hallo! Diese vier Tore, warte! Was soll das, Erdmann? Don't eat yellow snow. Don't eat yellow snow! Das ist schon gar nicht verlaufender Kamera, weil das könnte gegen mich verwendet werden. Wir haben kein Problem, da hochzukommen, würde ich sagen. Douglas, du schau mal mit der Kamera, was an dem Reifen da los ist. Da zischt. 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 Kaputt gefahren. Zischt ab. Ist heiß gelaufen, durchgeschmort. Ist halt alles blöd, da raufzufahren. Wer da nicht hoch kann, kann nicht fahren. Der eine hat, der andere hat eben nicht. Das sage ich. Wir sind im Himalaya-Gebirge jetzt mittlerweile. 7000 Meter hätten wir fast schon hinter uns. Super Sache. Aber er macht es immer noch, der Unimog. Wir wollen viel lachen über die Auffahrten. Das ist alles Shit, man. Stau. Na, bitte. Wir wussten es. Es gibt doch Zivilisation hier in diesem Himalaya-Gebirge. Ich bin Österreicher und ich bin Skifahrer und ich bin der Klapper. Moriam Belarji. Nein, das ist Karottensaft. Ich habe schon viermal gerubbelt, aber das Karotin ist sehr farbecht. And I had a sombrero. And I was smoking chocolate. Taco wie Schlappe. Моё имя Владимир Ковальёв. Я приехал из Владивостока. Ja, ja.
frag mich nicht, ob ich nervös bin. Ich habe nur Lust zum Kotzen. Ich bin sprachlos. Ich bin direkt erschüttert. Mir wird gut. Also ich habe jetzt die ganze Nacht gekotzt und Diarrhee, also richtig dünnschüssiges. Ich zeig euch ein Kiffer. Schau, komm hier, ein Kiffer. Ist der nicht lustig? Ist der nicht lustig? Ja, das ist leider. Warum bist du so lustig? Hä? Warum bist du so lustig? Ja, ich glaube, wir wissen es. Wo sitzt bei uns wohl der Verstand? Ich glaube, ich muss brechen. Oh. Ich glaube, er kifft auch. Man schreibt das Jahr 96, ist 23:30 Mitternacht. Sehr gut. Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Darf ich Ihnen als Chefkoch dieses internationalen Hotels die heutige Menüfolge schon mal zeigen? Nein, ich sag nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute wieder bei der versteckten Kamera live mit dabei. Wir werden Sie ein bisschen hinter die Kulissen führen. Wir haben einen schweren Arbeitstag, der wahrscheinlich wieder völlig umsonst ist, wie immer bei der versteckten Kamera. Unsere Baubühne sind beim Skifahren. Digital geil war das. Das ist ein Angler hier, klassischer Angler. 20:15 Uhr im ZDF. Versteckte Kamera. Bis dann. Douglas, es gibt frische Handtücher für dich. Du kannst jetzt baden gehen. Wir haben noch Handtücher da. Wir hatten vor kurzem einen fliegenden Skifahrer in unserem Hotel, die Sensation des Tages. Die Zuschauer haben jetzt mittlerweile Platz genommen hier auf unserer Sonnenterrasse, um diesem Spektakel persönlich beizuwohnen. Der Skispringer, der was gerade im Fernsehen war, der ist jetzt über den Berg da zu uns hergeflogen. Gibt's das? Ja, das gibt's. Ja. Herr Schulze, heben Sie Ihre linke Hand bitte. Langlaufgeschichte. Herr Schulze, tun Sie Ihre linke Hand wieder runter. Herr Schulze, tun Sie Ihre rechte Hand hoch. Und wieder runter. Und dann springen Sie bitte ins Wasser. Oh, ich darf noch mal springen, ich darf noch mal springen. Heavyweight Champion of the World. Das ist mein Waschkeller. Ja. Hier wird meine Wäsche immer gewaschen und gebügelt. Heute Sonntag, die Bediensteten haben frei. Einmal im Jahr bin ich 2 Tage hier. Ansonsten bevorzuge ich schon ein bisschen größer. Man darf ja nicht so dick auftragen heutzutage. Man muss ja so alles ein bisschen geheim halten. So wenn nicht jeder ist. Im Haus verlaufe ich mich noch immer ständig, weil ich so selten hier bin. Deswegen habe ich mir noch hier Wegbeschreibungen anmontieren lassen. Aber Liftboy habe ich freigegeben. Also der ist heute nicht da, der Liftboy. Schindlers Lift. Schindlers Lift. 1993. Also ich habe ein Badehosenzimmer, Sakkozimmer, Hosenzimmer. Soll ich zumachen, ja? Gut. So lebt man halt. Klein, aber bescheiden. Das schon wieder. Wir sind aus, wir sind cut. Auf wie geht's. Ha! Hallo! Da kommt da kein Wasser raus, oben aus der Dusche. Huch. Das ist für Retos Liste. Ja, kauf den Scheiß. 3 Millionen, kein Problem, servus. I think I'm going to have to stick some Bostik in my nose. Wo ist er? Oh, that's better. Wenn du mich fragst, ist der Tarzan ein Affenarsch. Hintern für 3. Hi. Was machst du denn da? Arbeiterhände, schwarz. Heino, grausame Schmerzen. Und wer ist schuld an den Nierenstein von Heino? Tu! Ja, war schon noch nicht. Die zweite Spülung ist gleich fertig, Nico. Hol mir Till. Nicht mein Bier steht dort auf dein, da steht Opferstativ, da steht mein Bier drauf. Ja, das ist die Dispo vom Morgen. Das meine ich. Prost. And this is the end.